wir direkt zum Uwe Schindler und gehen ein bisschen mehr in die Praxis. Da wird sich, denke ich, auch noch die ein oder andere Antwort auf Fragen ergeben. Uwe, bist du soweit? Ich bin soweit, ja. Ja, sehr gut. Und dann viel Spaß mit Uwe. Ja, ja, ich mache aber keine Live-Demonstrationen. Aber ich mache trotzdem ein bisschen mehr Praxis. Gut, also... herzlich willkommen. Der zweite Teil jetzt hier nach der schönen Einführung über das Modulsystem geht es hier im zweiten Teil eben um Code, der schon existiert. Also das heißt, es gibt ja zahlreiche Projekte, gerade wenn man sich Maven Central anschaut, was es nicht alles für Libraries gibt, die man in seinem eigenen Code benutzen kann. Und wie verhalten sich denn diese ganzen Module, die es da so gibt? Kann ich die denn mit der JDK 9 einfach so benutzen? Treten da Probleme auf, vielleicht weswegen des Modulsystems und so weiter. Und dieser Talk wird eben daraus gehen. Zu meinem Hintergrund ist, ich komme aus dem Apache Lucene und Solar-Projekt. Ich bin dort Committer und PMC-Member und bin auch selber Mitglied von der Apache Software Foundation, die ja sehr viele Open-Source-Projekte gerade in Java macht. Viele kennen das ja, so Common Slang und dieses ganze Zeug, diese Libraries auf Maven, die sind ja alle Apache-Projekte. Ich bin auch noch etwas bekannt als Forbidden API Policeman, da komme ich gleich noch in dem Talk dann drauf. Worum es da geht, und ich arbeite als Consultant für die Firma SD Data Solutions in Bremen, wo wir eben Support für Apache, Lucene, Solar anbieten. Und außerdem mache ich Pangea, das ist eine Langzeitarchivierung von wissenschaftlichen Daten. So, also worum geht es in dem Talk erstmal? Also hier geht es hauptsächlich darum, wie man aktuelle Projekte eben auf Java 9 mit dem Jigsaw-Modulsystem portiert, sodass sie immer noch funktionieren. Ich zeige das hier an einigen Beispielen eben aus Apache Lucene, wo eben auch so ein paar Fallstricke dann aufgetaucht sind, weil, wie es Wolfgang schon angekündigt hatte, wir da auch ab und zu mal in diese internen Sachen eingreifen, jetzt vielleicht nicht SunMisk Unsafe, aber andere, also das heißt, es treten da eben Probleme auf. Aber wir haben dann auch festgestellt, dass es nicht nur bei uns so ist, sondern an vielen anderen Stellen auch so. Der Code, ich zeige dann hier so ein paar Beispiele von typischem Code, wie man ihn scharenweise in Open-Source-Projekten auch findet, der wunderbar mit Java 7 und Java 8 funktioniert, aber in Java 9 einfach dann auf die Schnauze fällt, weil eben genau solche Sachen passieren, wie man greift auf Sachen zu, die über das Modulsystem nicht mehr nach außen gestellt werden. Der Vortrag hier ist keine Einführung ins Modulsystem, die hatten wir ja gerade schon. Und es wird auch nicht zeigen, wie jetzt ein bestehendes Projekt umgewandelt werden kann in ein Projekt, was das Modulsystem auch aktiv benutzt. Also das heißt, ich zeige jetzt hier nicht, wie ich aus meinem Projekt ein Modul draus baue, wie ich da Abhängigkeiten auflöse. Es geht eher hier darum, was mache ich mit all dem Code, den ich schon habe. Bevor ich ihn überhaupt in ein Modul reinstricken kann, muss ich ihn nämlich erstmal aufräumen. So, was hat sich eben mit dem Modulsystem in Java 9 geändert? Das haben wir ja vorher auch schon gehört. Ist eben eine Sache, die ist neu hinzugekommen, das ist Strong Encapsulation. Das heißt also, Code, der kompiliert wurde, sieht zur Laufzeit, auch eigentlich zur Kompilationszeit, nur eben mit älteren Java-Versionen noch nicht, nur Sachen, die eben explizit vom Modulsystem exportiert wurden. Das heißt also, das ist bei der JDK normalerweise nur die öffentlichen APIs. Also das heißt, man sieht nur Java Lang String, natürlich sieht man das. Man sieht irgendwelche XML-Klassen, alles das sieht man. Aber irgendwelche internen Java-Klassen sind plötzlich unsichtbar. Und das ist eben der Fall, dass alles, was bisher sozusagen nur deswegen als public im Code deklariert war, aber eben in der, im Classpath der JVM zu finden war, weil ja sozusagen der Standard-Classpath von der JVM bestand ja aus diesem riesengroßen Char-File, was bei Java 8 ja in diese RT-Char ist. Da ist im Endeffekt alles drinnen. Da können auch private Klassen sein, die sind nur deswegen als public deklariert, dass sie sozusagen von anderen Modulen darauf zugreifen können innerhalb der JDK. Aber eigentlich war sowas wie SunMisk Unsafe niemals dafür gedacht, dass jemand von außen darauf zugreift. Das ging nur aufgrund der Sprache nicht anders. Und das führt eben jetzt dazu, wenn das in JDK 9 nicht mehr exportiert ist,
dann ist es auch nicht mehr sichtbar. Das heißt also, es gibt keine AT.char mehr, das hat er ja schon gezeigt. Es gibt jetzt eine neue J-Modules-Datei und die hält strikt alles ein. Also das heißt, man sieht nur noch das, was nach außen sichtbar sein soll. Man kann sich das ungefähr so manchmal vorstellen, das ist so ein kleiner Tipp, da komme ich dann am Ende da drauf, sieht verdächtig sehr danach aus, als würde man seinen eigenen Code mit dem Security Manager mit ganz wenig Privilegien, außer so irgendwie lesen von Verzeichnissen, aber im Prinzip wird quasi fast alles verboten, was mit Reflection an den JDK-Klassen zu tun hat. Deswegen ist es auch so ein ganz guter Trick dann, wie man bestimmte Libraries von Drittanbietern mal austesten kann, ob die nicht mit Java 9 gleich auf die Nase fallen, kann ich eben mit so einem Wink mit dem Zaunpfahl als über einen Security Manager testen. Ja, fangen wir mal mit so ein paar kleineren Beispielen an. Das erste hier sind so typische Probleme, die ich auch sehr schnell schon während der Kompilation bei Java 9 finde. Da gehören so diese bekannten Sachen dazu. Also wir wissen zum Beispiel, vor Java 8 gab es in der JDK keinen Base64-Encoder. Warum auch immer, er ist erst in der Java 8-Version gekommen. Und deswegen gibt es ganz viele Libraries, also man muss nur auf Maven Central mal so ein paar Tools wie dieses JDEPs laufen lassen. Dann wird man da finden, dass es sehr viel Code gibt, der SunMisc Base64-Encoder zum Beispiel benutzt. Dann natürlich SunMisc Unsafe, hatten wir ja vorher auch schon, aber zum Beispiel Leute, die so JavaFX-Sachen machen, da sieht man auch sehr viel in JavaFX-Code, mal so Zugriffe auf ComSun, JavaFX, was auch nicht offiziell dokumentiert ist, und da muss man natürlich dann aufpassen. Da gibt es allerdings hierzu ein spezielles Chat, wo dann darüber entschieden wird, was da jetzt doch freigegeben wird. Ich weiß aber gar nicht, wie weit es da jetzt ist. Er ist doch der JavaFX-Spezialist. Da sind wahrscheinlich immer noch Probleme, oder hat sich das schon gelöst? Ist besser geworden, okay, ja. Gut. Wenn ich also jetzt so einen Code der SunMisc Base64-Encoder benutze, kompiliert er natürlich wunderbar mit Java 6. Wenn ich das aber versuche, unter Java 9 laufen zu lassen, kriege ich einen Illegal Access Error. Was kann ich jetzt dagegen tun hier? Jetzt haben wir hier mal so ein kleineres Beispiel. Ich habe mal so ganz wahllos irgendwie mit Eclipse was zusammengebaut hier. Also ich habe jetzt hier mal so eine interne Klasse, die in der AT-Char von Java 6, Java 7, Java 8 drinnen ist. ComSun Security Sazzle Provider. Ich habe Code gesehen, der das Ding benutzt hier, weil man das anscheinend für so bestimmte Authentifizierungsmechanismen will man da unbedingt reinhacken. Ist mir nicht so ganz klar, warum. Aber es gibt, wie gesagt, Leute, die haben das benutzt, also hier so dieser Code hier, kompiliert also unter früheren Java-Versionen recht einfach. Wenn ich das aber unter Java 9 ausführe, kriege ich hier, bumm, Exception in Thread Main, Java Illegal Access Error Class Test 1 in Unnamed Module, wir hören hier schon was, Unnamed Module, nämlich aller Legacy-Code, der kein Modul ist, und sozusagen standardmäßig in den ClassPath gelegt wird. Also bei Java 9 gibt es weiterhin auch den ClassPath, der landet in dem sogenannten Unnamed-Modul. Und das Unnamed-Modul hat halt nur begrenzten Zugriff auf die JDK, aber genau nicht auf solche internen Klassen. Das heißt also, hier wird explizit verboten, weil nämlich die Security-Klassen von das Security-Modul von Java eben genau dieses Paket kommen, Security SASL nicht exportiert. So, was kann man dagegen tun jetzt? Er hat es auch schon vorher gesagt, man kann seinen Code mit dem JDEPS-Tool überprüfen. Da zeigt er mir nämlich an, was für Sachen ich benutze. Der Vorteil von dem Ganzen ist, dass es geht auch schon unter Java 8, leider nicht unter Java 7 oder Java 6. Das heißt also, ich muss zumindest meinen Code einmal mit Java 8 kompilieren und dann das Tool drüber laufen lassen. Der Vorteil davon ist, dass das funktioniert auch mit Char-Dateien. Also das heißt, ich kann das auch auf alles, was so in Maven Central läuft, einfach mal drüber laufen lassen und gucken, was da so passiert. Ich zeige das auch gleich. Als eine Alternative gibt es auch noch, deswegen hatte ich gesagt, ich bin der Forbidden APIs Policeman. Das hat auch Hintergründe von Apache Lucene. Da gibt es ein Tool, das heißt Forbidden APIs. Der Grund dafür hatte nichts damit zu tun, dass das Java 9 ist, sondern es geht einfach darum, dass bestimmte APIs in der Java Runtime für allen Code in Apache Lucene verboten sein sollen, dass die benutzt werden irgendwo im Code. Deswegen
deswegen brauchten wir einen Compile-Time-Check. Solche Tools wie PMD waren da irgendwie viel zu träge oder nicht vollständig, zu kompliziert. Das heißt, es ist auch im Endeffekt ein Tool, was durch den Bytecode durchgeht und schaut, was da ist. Und da gibt es eben auch eine Signaturdatei dazu, und die heißt JDK Non-Portable. Und das listet mir, also dann, wenn ich das über meinen ClassPass drüber laufen lasse oder über eine Char-Datei, listet es mir, was eben für Aufrufe in meinem Code drinnen sind, die nicht portabel sind und damit auch mit Java 9 nicht funktionieren werden. Der Vorteil hiervon ist es, also oben wollte ich sagen, bei dem JDEPS, das gibt es für Maven, gibt es dafür ein Plugin, aber wie gesagt, man braucht Java 8. Bei Footprint APIs ist der Vorteil, das gibt es für Maven, Gradle und als ARN-Plugin, und es funktioniert auch schon mit Java 6. Also das heißt, man kann das im Prinzip in jedes Open-Source-Projekt auch schon mit einbauen. Machen auch sehr viele Open-Source-Projekte, also Lucene war das erste, aber es ist so, durch die Apache Software Foundation setzt sich das jetzt so langsam durch, wird überall benutzt. Auch ein anderer bekannter, Elasticsearch, machen das, um zu überprüfen. Der Hintergrund ist nicht nur eben Java 9-Kompatibilität, sondern auch so bestimmte Sachen wie zum Beispiel Öffnen eines Readers auf eine Datei, ohne ein Charakterset anzugeben. Das ist so der typische Fall, was man nicht tun sollte, weil das sonst das Default-Charakterset benutzt werden würde. Und daher kommt eigentlich dieses Tool. Ja, ich kann das hier einfach mal zeigen. Das ist hier leider ein bisschen klein geschrieben. Ich hoffe, man kann es lesen. Also wir haben hier oben, wir kompilieren mal dieses Testprogramm hier. Da wird auch schon was Interessantes sichtbar. Ich habe das hier oben mal mit Java 6 kompiliert, sogar Java 6. Sagt zur Kompilationszeit schon, Warning, Provider is internal proprietary API and may be removed in future releases. Natürlich ist es nur eine Warnung, jeder hat es ignoriert. In den meisten Fällen schaltet man sowieso, weil einem die deprecated Warnings ja auch stören, schaltet man sowieso alle Warnings in Java ab. Und das heißt also, das sieht kein Mensch, weil es auch kein Fehler ist. Das ist so das Problem. Also man sieht hier, im Endeffekt war schon vorangekündigt, stört aber anscheinend Open-Source-Projekte auch nicht. Zweiter Anlauf hier ist mal mit dem JDEPS-Tool. Habe ich hier meine Char-Datei oder in dem Fall, meine Klassendatei, einfach nur im ClassPass, der Punkt ist aktuelle Directory, rufe ich mit JDK Internals auf. Das macht genau, was ich gerade gesagt habe. Der sagt jetzt sofort hier, die Klasse Test 1 benutzt Common Sun Security SASL Provider und sagt dazu JDK Internal API, und dann kommt runter dieser Kladderadatsch über Warning, dass man das nicht benutzen sollte. Aber wenn ich das mit Maven in mein Projekt einbaue, gibt es hier sofort Stillstand, läuft nicht mehr weiter. Mit Forbidden APIs kann ich im Endeffekt genau das Gleiche machen. Der große Vorteil hier ist noch, dass ich sehe sogar, in welcher Zeilennummer der Fehler drin war. Also man sieht hier auch, war selbe Zeilennummer wie oben, glaube ich. Ja, 5. Ja, sieht ganz gut aus. Also in Test 1 Java, Zeile 5. Und er sagt hier eben, dass es Non-Portable oder Internal Runtime Class ist. Wie gesagt, hier habe ich seine Kommandozeile aufgerufen. Kann ich mit Maven, Gradle oder ARN genauso machen. Lässt sich in all diesen Build-Systemen als Plugin importieren. Das Problem an dem Ganzen ist eines, das hilft allerdings nicht, wenn ich, um in die internen APIs von der JVM über Reflection reingreifen will, weil das kann ich mit so einem statischen Analyse-Tool nicht wirklich rauskriegen. Gut, hier ist noch so ein kleines, lustiges Beispiel aus Apache Lucene und der Apache Zola. Base64 haben wir gerade schon mal gehört. Hier ist so ein Patch, ursprünglich war das mal Java 6, Java 7, es lief auch mal schon Java 5. Das war hier so ein Patch, der war, weiß irgendjemand, was hier denn faul ist? Hier war, also der Patch ist das, wir benutzen hier jetzt, wir upgraden auf die Java 8 Klasse, die offizielle Java Util Base 64 benutzt. Was war das Problem, was ist hier falsch? Weil wir benutzen ja hier Import Java XML Bind Data Type Converter. Was ist hier, warum haben wir das geändert hier? Was ist der Grund? Interessanterweise funktioniert das nämlich auch nicht unter Java 9, weil da nämlich noch was anderes hinzugekommen ist bei Java 9. Sie haben nämlich auch ein bisschen ausgemistet, und das Unnamed Module enthält nicht mehr alles, was früher mal die RT-Char hatte, nämlich alles, was zu diesen beiden Sachen gehört, wurde nämlich rausgenommen, um das zu sehen in meinem Zeug. Das sind nämlich alles diese Enterprise-Features, die man eigentlich nur in Java EE braucht. Dazu gehören auch dieses Java JAX, das ist so ein Binding für XML. Und natürlich, das freut ganz besonders jeden. Ich meine, ich weiß gar nicht, wer hat zuletzt mal Corba benutzt?
Ja, also wie gesagt, diese Korva-Klassen sind auch in einem Modul in Java 9. Die wurden nicht wegrationalisiert, also sie sind aus Kompatibilitätsgründen für die Enterprise-Klassen immer noch da. Aber ich habe das Problem, sie sind bei Default nicht mehr im ClassPass zu finden. Das heißt also, um das zu haben, muss ich genau so eine Exportszeile mit anbringen, um sozusagen irgendwie java.ee irgendwas muss ich dann da als Export, als Modul exportieren, um das dann sichtbar zu machen. Ist eventuell wichtig für Leute, die so diese Enterprise-Features benutzen. Gut, kleiner Exkurs hier in die Build-Tools, weil es wahrscheinlich auch schon kam. Build-Tools. Also Apache Arndt, Java 9, Jigsaw, Module-System, auch nach Build 148, was so gravierende Einschnitte hatte, funktioniert immer noch. Interessanterweise auch uralte Versionen funktionieren problemlos. Also wer immer noch Apache Arndt benutzt, kann glücklich sein, Java 9 funktioniert. Die neuesten Versionen haben auch schon Compiler-Plugins enthalten. Apache Maven, interessant, funktioniert, zumindest der Core von Apache Maven. Die Plugins da drinnen, da muss man eventuell mal gucken, ob man die nicht updaten muss, weil zum Beispiel das Compiler-Plugin, das hatte teilweise mal mit Java 9 so Probleme, weil es dann den Compiler nicht mehr gefunden hat oder eben die RT-Char nicht mehr gefunden hat, weil die einfach nicht mehr da ist und solche Sachen. Also das heißt also, man muss sein Maven-Build insofern updaten, dass ich also meine Plugins alle mal auf den neuesten Stand bringe. Aber Maven 3 an sich, von sich aus, funktioniert problemlos. Gradle muss ich leider sagen, ich habe es letzte Woche erst wieder ausprobiert, selbst die neueste Version, es funktioniert nicht, es startet noch nicht mal. Es kommt noch nicht mal in der allerneuesten Version eine Bildschirmausgabe, was ganz komisch ist, aber ich weiß es nicht. Also das Problem ist Work in Progress. Der Grund dafür liegt daran, dass Gradle auf Groovy, auf einer älteren Version von Groovy basiert, die nicht mit Jigsaw konform ist. Das heißt, die müsste erst abgedatet werden. Die kam vor 2 oder 3 Wochen raus. Und das ist so eins der Probleme. Also das heißt, bei Gradle muss man irgendwie eine ganze Latte von Kommandozeilenoptionen mit hunderten von Exportsparametern angeben, um es zum Laufen zu kriegen. Aber ich weiß von den Leuten, dass das Work in Progress ist. Also das kommt. Gut, jetzt kommen wir wieder zu den Examples zurück. Nächste Sache, da habt ihr jetzt wahrscheinlich drauf gewartet, jetzt kommen die bösen Hacks, die so in jedem Code wahrscheinlich drin sind, das ist die Reflection. Ja, das ausgedacht haben sich die meisten Leute dann immer das, wenn sie irgendwo ein Problem in ihrem Java-Code hatten, dann überhaupt nicht mehr weiter wussten oder irgendwie ein Performance-Problem hatten, dann haben sie erstmal ein Bier getrunken und eine Weißwurst hier in München gegessen und sind dann auf die gekommen, ja, wir können ja Reflection benutzen und dann machen wir doch mal was sichtbar, was da so intern in der JDK vorhanden ist. Also das machen alle clever people, da gehören ganz viele Libraries dazu, die eben also so Statistiken auf Maven Centrals zeigen da horrende Sachen, was es da nicht so alles gibt. Also man muss ein bisschen aufpassen, wenn man updatet, also da kann einiges in die Hose gehen bei dem Ganzen, weil man es eben mit so einem Tool wie JDEPS nicht sieht. Man muss es wirklich einmal laufen lassen mit Java 9 oder eben, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Security Manager, um zu sehen, was denn da so faul ist. Also, das Problem bei der Reflection ist das, ich habe natürlich keine Compile-Time-Dependency zu den internen Oracle-JDK-Sachen. Das heißt, der Code kompiliert auch noch mit Java 9. Also das heißt, ich kann das auch bauen, das ganze Projekt funktioniert immer noch. Nur zu Runtime geht es nicht mehr, weil dann eben Class4Name und dann irgendwie der Zugriff auf eine Klasse nicht mehr funktioniert. Das zweite Problem, was oftmals in so Code drinnen ist, ist, das sind zwar Public-Klassen in Java, aber ich sage jetzt nur zum Beispiel das Beispiel Groovy. Groovy hat irgendwo in seinem Code die interessante Funktion, aus irgendwelchen Performance-Gründen wollen die unbedingt bei Java Langstring, die Klasse kennt ja jeder, wollen die unbedingt auf das Byte-Array bzw. das Character-Array, was da innen drinnen ist, direkt drauf zugreifen. Ja, was machen die dann? Ja, da hat sich derjenige doch auch aus Performance-Gründen, ist das gut. Nehmen wir doch mal, machen wir Reflection, holen uns die Methode und rufen dann auf setAccessibleTrue und dann habe ich das Byte-Array in meinem String. Das muss ich nur einmal machen, kann es dann auf allen Strings anwenden, weil ich kann ja mit Reflection das wunderbar machen. Problem ist, Java 9, No-Go. Geht nicht. Also das kann ich vergessen, ist komplett impossible. Vielleicht mit so ein paar so Hacks geht's, aber ich würde das natürlich in Produktion eigentlich nicht machen, weil ich damit natürlich die ganze Sicherheit, die ich mir mit Java 9 dann sozusagen eingekauft habe, ad absurdum führe.
Also das andere Beispiel, was so jeder kennt, ist SunMisk Unsafe. Man braucht die Instanz davon. Da macht man auch dann auf der Unsafe einen reflektiven Zugriff, um dann die Unsafe-Instanz zu bekommen, um dann die ganzen tollen, bösen Methoden aufzurufen, um auf Unsafe zuzugreifen. Ich kann aber beruhigen hier, das wird auch weiterhin funktionieren, weil da nämlich eine Ausnahme in der JDK drinnen ist. Also ich kann immer noch set accessible auf das the Unsafe Feld in SunMisk Unsafe machen und komme dann immer noch an das Ding dran, solange es mir der Security Manager erlaubt, natürlich. Aber ich komme noch mit dran. Das hat auch gute Gründe, weil es eben zahlreiche Libraries gibt, die das noch machen. Also Problem von diesen Reflection Hacks ist das. Statische Analyse hilft hier nicht. Also weder JDAPs, Forbidden APIs, niemand kann da eigentlich was tun, so richtig. Was noch dazu kommt, ist immer das, dass der Code das auch toll, oftmals macht und dann allerdings unter der Annahme, dass es immer funktioniert, die Fehlerbehandlung grottig ist, den man dann bei solchen Codes sieht. Das heißt also, da ist dann schon mal so schöne Sachen wie, ja, es kommt gleich, nehme ich an. Also es heißt, da ist keine Fehlerbehandlung einfach drinnen. Also man sieht zum Beispiel eben das da hier, da wird einfach überall mal set accessible aufgerufen, wie in Groovy, um auf die Internas von dem String-Objekt zuzugreifen. Wie gesagt, Reflexion ist ein Problem. Korrekt wird es von keiner Library gemacht. Zweites Problem hat jetzt eigentlich nichts mit Java 9 zu tun, aber das ist so was, was man generell in Library sucht. Das freut immer die, die in Java EE arbeiten, weil nämlich kein Mensch das korrekterweise mit Access Controller Do Privileged korrekterweise wrappt. Das heißt also, ich kann meinen Security Manager nicht so konfigurieren, dass er nur in dieser einen Chardatei den Aufruf auf SunMisk Unsafe erlaubt. Nö, ich muss es für alle Libraries erlauben, weil eben sozusagen nicht angegeben wird, ich will das jetzt machen. Das heißt also, ich laufe leider auf. Das ist aber nur so ein Nebeneffekt, den man dabei bei so Analysen dann noch sieht. Also das andere Problem ist natürlich das irgendwie korrektes Try-Catch. Also was man so in manchen Libraries dann sieht, ist das, die haben dann so einen Static Initializer in der Klasse. Da sind dann so tolle Sachen drin, da machen sie dann erst ein bisschen, laden sie SunMisk Unsafe, dann wird irgendwie set accessible true aufgerufen. Dann haben sie irgendwo, der Compiler beschwert sich natürlich, und sagt, ja, da musst du natürlich deine Exceptions abfangen. Gut, wird gemacht, Autocomplete, Eclipse. Am Ende die schrecklichste überhaupt, das ist auch so eine Forbidden API übrigens. Print Stack Trace ist verboten in irgendwo im Lucene-Code, genau aus den Gründen, weil nämlich Eclipse das als Default-Fix für eine fehlende Exception-Behandlung mit einbaut. Aber das sieht man dann wirklich im Code drinnen. Also man muss nur mal e.print Stack Trace in Google suchen. Also man wird erschlagen von dem Zeug. Die Alternative, vielleicht etwas besser, ist Throw New Runtime Exception, ist aber auch noch nicht wirklich, wirklich der Hit, weil die Klassen das dann meistens im Static Initializer ihrer Klasse machen. Wenn ich dann eine Runtime Exception in meinem Static Initializer setze und anschließend dann was anderes von dieser Klasse benutzen will, dann geht das nicht mehr, weil die Klasse nämlich nicht geladen werden konnte und ich dann nur noch No Class Def Found Error kriege. Also das heißt, ich habe dann das Problem, es ist vorbei. Das zweite ist das, wenn ich dann sowas habe, habe ich natürlich keine alternative Lösung. Also das heißt, so eine Library ist unbenutzbar mit Java 9. Da ist keine Chance mehr, irgendwas zu reparieren, außer man forkt sie, kompiliert sie neu. Wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, das passiert dann. Und dann ist eigentlich der Ofen aus, weil eben die Fehlerbehandlung gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie zu sagen, also bei Groovy muss ich jetzt dazu sagen, wenn Groovy feststellt, dass es auf den Character-Array in dem String nicht zugreifen kann, dann ist es nicht böse darüber, dann meint es nur, es wäre langsamer, was aber auch nicht stimmt. Also ist es etwas, naja, also es ist dieses Beispiel, aber in dem Fall ist es, die Error-Handling ist dort korrekt gewesen, bei Groovy hat es an anderen Stellen gehakt, nämlich Build 148 ist vor irgendwie kurz vor Weihnachten, glaube ich, irgendwann, oder kurz im neuen Jahr ist es rausgekommen. Da gab es nämlich noch so ein paar andere Sachen. Und zwar eine Sache, das ist reflexiv Access to Non-Exported Types. Das war, ist auch nicht so ein Yep, das war so eine Fragestunde. Da wurde so eine Liste von Issues noch mit Jigsaw von Mark Reinhold gesammelt. Und die wurden dann so nach der Reihe durchgegangen. Und das zweite ist Awkward Strong Encapsulation. Und der Hintergrund dahinter ist, dass es reflektiven Access überhaupt verbietet.
Also es heißt Access, meine ich jetzt damit set accessible zu irgendwelchen Sachen, die in fremden Modulen sind. Das heißt also, hier ist der Originalcode dazu. Das war nämlich ursprünglich das Problem, weil das Modulsystem konnte nämlich nicht verhindern, dass ich mir, wenn ich die Klasse erreicht hatte und die war in einem fremden Modul als privat deklariert und ich sie irgendwie laden konnte, war ich trotzdem in der Lage, auf die Sachen zuzugreifen, indem ich mit set accessible da reingesprungen bin. Und das war eben das Problem, was dann aufgetreten ist. Und das wurde dann im Bild 148 repariert. Und dann kam die zweite Stufe, wo alles schief lief. Das war dann der Punkt, wo Gradle dann auch wieder nicht mehr ging, weil eben Groovy dann auf die Nase gefallen ist. Die Gründe könnt ihr mich nachher fragen, worum es da geht. Es ist einfach, es ist teilweise eben Fehlerbehandlung, der Code nicht ganz so gut. Ja. Also das Problem ist halt das, ich kann reflektiv eben nirgendwo mehr, also selbst wenn ich eine Public-Klasse habe, kann ich auf ihre Internas mit Java 9 nicht mehr zugreifen. Wenn ich das trotzdem will, hilft mir kein Exports, sondern da muss ich, da gibt es noch ein zweiten Kommandozeilenparameter, Opens, kann ich für Reflection bestimmte Klassen in der JDK aufmachen. Das heißt also, wenn ich jetzt unbedingt eine Library benötige, die so einen Scheiß da macht, was ich euch vorher gezeigt habe, dann kann ich mir zur Not immer noch behelfen, indem ich beim Aufruf meines Servers dann noch ein Add Opens hinzufüge, wo ich dann sagen kann, diese Klasse möchte ich aufmachen, dass ich da auch mit Set Accessible drauf zugreifen kann und die Internas rausholen kann. Add Opens ist automatisch immer erlaubt für SanMisc Unsafe. Und da steht es nämlich schon in der Module-Info mit drinnen. In der Module-Info steht bei San, in diesem JDK Unsupported Modul steht drin Opens SanMisc. Ganz einfach. Es ist sozusagen, Opens heißt einfach, dass alle Klassen in diesem Paket vom Modulsystem nicht, also der Access nicht abgeblockt wird. Das heißt, set accessible funktioniert und ich kann auch private Methoden und alles aufrufen. So, was funktioniert denn jetzt also? Zusammengefasst jetzt hier mal nicht mehr. Also, Class for Name auf non-exportierte Pakete, Packages funktioniert einfach nicht mehr. Also das heißt, irgendwelche internen JDK-Klassen komme ich nicht mehr dran. Gibt ich weiß nicht genau den Fehler, sowas ähnliches wie Class Not Found, aber sowas ähnliches, aber es läuft darauf hinaus. Accessible Object, Set Accessible True, funktioniert auf keiner Klasse mehr aus der JDK, die als Public markiert ist, ausgenommen solche, die explizit dafür freigegeben wurden, wie SanMisc Unsafe und so ein paar, glaube ich, aus JavaFX oder so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Da müsste man eben mit diesen Tools, wo wir vorher gesehen haben, kann man da mal durchgehen und sich dann die Modul-Info-Dateien anschauen, um dann darauf zuzugreifen. Eben, es gibt, wie gesagt, ein paar Exceptions wie SanMisc Unsafe aufgrund des Aufschreis. Das Problem ist eben, es gibt kein Tool dafür, um den reflektiv Access auf die Private APIs zu machen, during Testing or Compilation. Aber jetzt, um wieder ein bisschen Werbung zu machen, man kann Forbidden APIs benutzen und kann ihm sagen, ich möchte überhaupt nicht, dass irgendwo in meinem Code Accessible Object Set Accessible überhaupt irgendwo aufgerufen wird. Und wenn ich das dann da laufen lasse, kann ich sehr schnell auch diese Fehler finden, weil dann fehle ich nämlich alle Sachen, die auf private Sachen über Reflection zugreifen wollen. Also das heißt, dieses Forbidden APIs Tool, da kann ich quasi beliebige Signaturen von Methoden aufrufen, einfach unterbinden zur Kompilationszeit und dann läuft mein Bild schief, wenn ich solche Sachen machen will. Das ist eben der Hintergrund, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, diese Reflection zu beheben. So, Solutions, was kann ich da tun, bevor wir jetzt zum Bier kommen? Das alles sieht ja schon sehr ähnlich aus. Wie viel Zeit habe ich noch? Habe ich noch, oder? Ja. Das alles sieht ja schon sehr interessant nach Security Manager aus. Es gibt also Sachen, die sind verboten. Wer mal seinen Code mit dem Security Manager hat laufen lassen, sieht auch Set Accessible, Class for Name, nichts funktioniert, nicht mal Properties bekommt man. System Properties oder so Zeug, wenn ich es nicht explizit erlaube. Und deswegen, der Trick dabei ist es, wenn ich das schon mit alten Versionen von Java testen will, also ich habe ein Projekt, was nur mit Java 6 baut und ich will prüfen während meines Builds, dass die ganze Sache auch konform zu allen APIs ist, kann ich JDEPs für die statische Analyse drüber laufen lassen oder aber ich lasse meinen Test
Cases alle mit dem Security Manager laufen, wo ich nur die Sachen erlaube von Java, wo ich weiß, dass ich sie unbedingt brauche und wo ich auch dokumentieren kann. Und dann lerne ich auch, wo ich Do Privilege zum Beispiel benutzen muss. Zum Beispiel Apache Lucene, Apache Zola und auch Elasticsearch machen das. Elasticsearch macht es vor allem deswegen, weil der Server selber auch im Security Manager läuft, dass zum Beispiel Plugins von Elasticsearch nicht einfach die JVM mit System Exit beenden können oder so Zeug. Oder auf Dateien außerhalb des Pfads zuzugreifen. Das ist auch ein Grund, aber im Prinzip während der Testphase wird es auch benutzt und da wird einfach alles unterbunden. Und da müssen sich dann auch die Libraries, die benutzt werden in den Tests, daran halten. Also es ist ein ganz guter Test. Jetzt, was sollte man machen oder nicht machen? Also, wenn ich unbedingt solche privaten APIs benutzen will, dann bitte Fallbacks hinzufügen für die privaten APIs. Also das heißt vor allem bei den Static Initializers einen ordentlichen 3-Catch-Block außenrum machen und irgendwie eine Möglichkeit finden, die Sache, wenn sie auch 100-mal langsamer ist, trotzdem ausführen zu können. Nicht, dass ich dann irgendwie auf die Nase falle, wenn ich die Klasse schon lade. Das Zweite ist es, das hat auch wieder mit dem Set Accessible und so weiter zu tun. Bitte, wenn ihr sowas in Static Initializers macht, in Libraries, die auch von anderen benutzt werden, macht auch einen Catch auf die Security Exception mit drauf und macht auch dasselbe, wenn es nicht im Security Manager läuft, weil nicht jeder möchte unbedingt, dass SunMisk Unsafe benutzt wird in seinem Code. Es gibt ja in Companies die Eigenschaft, naja, das wollen wir einfach nicht und dann muss es auch die Möglichkeit geben, das zu unterbinden und dafür ist ja der Security Manager gebracht. Und das Zweite ist es, ich sollte auch Runtime Exception bei meinen Reflection untersuchen, warum ist leider ein Streitpunkt in JDK 9. Das hat aber wieder was mit Backwards-Kompatibilität wie üblich zu tun. Und zwar, wenn ich Set Accessible aufrufe in der Reflection, dann wirft es mir eine Inaccessible Object Exception, wenn ich versuche, eben vom String das Character Array sichtbar zu machen. Das Problem ist aber das, da diese Set Accessible Methode keine Checked Exceptions wirft und sonst nur eine Security Exception wirft, kann ich der quasi keine No-Throws-Clause angeben, weil dann würde ja alter Code nicht mehr kompilieren, der den 3-Catch-Block nicht hat. Das war der Grund dafür. Deswegen, es wurde dann auch nicht als Security-Exception deklariert, sondern als Runtime-Exception. Das Problem ist das, und das war auch das, was zu dem Desaster bei Groovy geführt hat, war genau das, dass die eben genau nicht auf Runtime-Exception ihren Catch-Block gemacht hatten, was dann dazu führte, dass ihr Set-Accessible, was sie defaultmäßig bei allen öffentlichen Klassen machen, um darauf zugreifen zu können, dann auf die Nase gefallen ist und nicht mehr ging. Sie hatten zwar einen Workaround dafür, aber der ist nicht angesprungen, weil eben diese Runtime-Exception gefehlt hat. Das war dann das, was sie in 2.4.8 geändert haben und das ist der Grund, warum es mit Gradle immer noch nicht geht, weil die, glaube ich, 2.4.7 benutzen. Als Version von Groovy. Also insofern, da ist noch ein bisschen abwarten, einen Tee trinken da, um das hinzukriegen. Dann gibt es noch so ein paar Important Patterns. Wenn ich also solche Hacks mache, dann bitte nicht im Static Initializer einen Fail machen, weil dann ist die Klasse kaputt nachher, sondern irgendwie die Fehlerdetails irgendwie speichern. Außerdem Do Privilege benutzen, damit auch noch andere Leute die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob sie solche Unsafe-Sachen machen wollen oder nicht. Und wenn dann ich zum Beispiel irgendein Feature in meiner API öffentlich zur Verfügung stelle, was darauf beruht, dass ich diese internen Sachen benutze von der JDK, dann schmeiße nicht im Static Initializer die Exception, sondern speichere mir irgendwo zwischen. Und wenn dann der Benutzer irgendwie die Methode aufruft, die halt irgendwie auf die Internas zugreifen will, dann schmeiße ich halt irgendwie eine Unsupported Operation Exception oder irgendwas in dieser Art. Aber nicht bitte in der Klasseninitialisierung. Ich sage das deswegen, weil gerade Apache Zola, was sehr viele externe Libraries, gerade so im Umfeld von Hadoop, da sehr baden gegangen ist. Also Hadoop ist so ein anderes Projekt, wo sehr mau teilweise aussieht, bis hin zu so Sachen wie die offizielle API von Amazon, um auf EC2 zuzugreifen. Das Erste, was sie macht, ist, sie versucht, irgendwelche Security-Features in der JDK freizuschalten und das natürlich ohne Do Privileged. Und, also es ist, und dann Static Initializer mit Throws Runtime Exception. Das heißt also, ich kann das Zeug überhaupt nicht mehr benutzen nachher, weil ich die ganze Library nicht mehr initialisieren kann. Also das heißt hier, Fehlerbehandlung korrekt machen.
Andere Sache, kleine Sache, bei, die man auch haben kann, statt Reflection für das zu benutzen, um in die Internas zuzugreifen, empfehlen wir jetzt, bei Apache Lucene Method Handles zu benutzen, denn Method Handles im Gegensatz zu Reflection haben einen großen Vorteil, sie werden nicht erst zur Runtime, also zur Runtime, wenn die Methode aufgerufen wird, sozusagen überprüft, sondern sie werden quasi schon zu der Laufzeit, wenn ich also das Method Handle mir hole, wird komplett überprüft, ob das denn valide ist, aufzurufen. Dadurch ist es natürlich auch schneller, weil die Security-Checks nur einmal gemacht werden und nicht bei jedem Aufruf, hat aber den großen Vorteil, dass ich schon zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi inspiziere, ob ich jetzt in die Internas der JDK reingreifen kann, ob ich darauf zugreifen kann. Ich kann mit den Method Handles sogar ganze Methoden sozusagen zusammenstricken. Da gibt es dann so tolle Sachen wie Guard with Test, da kann ich so Null-Checks noch mit einfügen in meinen Method Handles. Also das heißt, ich kann den ganzen Code für den Aufruf, kann ich statt Reflection zu benutzen, mit Method Handles machen. Ab Java 7 ist es eigentlich nur zu empfehlen, auch schon aus Performance-Gründen dann. Und es kann eben sozusagen nur zur Initialisierung der Method Handles können Fehler auftreten, aber nicht mehr zum Aufruf der Method Handles. Das heißt also, wenn ich einmal weiß, ich habe meinen SunMisk unsafe bekommen und habe ein Method Handle auf meine Methode, die ich da aufrufen will, dann weiß ich, dass das auch in Zukunft immer funktioniert. Ich brauche keine Fehlerbehandlung dann mehr, sondern ich brauche sie nur an der Stelle, wo ich das eben abprüfe. Und so als ein kleines Beispiel ist hier Apache Lucene. Es greift eigentlich auf fast keine internen Java-APIs zu. Es gibt nur eine, die hoffentlich mit Java 10 obsolet wird. Da sind wir schon in Verhandlungen deswegen. Das ist Apache Lucenes Mapped Bytebuffer Unmapping. Das kennen einige von den größeren Big Data-Projekten wahrscheinlich auch. Und zwar ist es so, dass Apache Lucene, die Index, die gehen ja in die Gigabytes bis hin zu Terabytes, ist es so, die werden nicht über konventionelles I.O. gelesen, also da wird kein Read-File, Write-File gemacht, sondern der gesamte Index wird über Memory-Mapping in den virtuellen Speicher des 64-Bit-Betriebssystems reingemappt und dann kann ich es quasi wie Memory zur Verfügung stellen und der Kernel vom Betriebssystem kümmert sich dann ums Paging. Der Nachteil bei dem Ganzen ist nur das, dass dieses Memory-Mapping abhängt davon, ob der Garbage Collector die Dinger wieder freigibt. So, jetzt habe ich hier so einen Bytebuffer, der Memory mappt irgendwie 2 Gigabyte oder mehr von so einer Datei. Dieses Objekt ist aber irgendwie nur irgendwie 32 Bytes groß. Das Problem bei dem Ganzen ist dann das, dass der Garbage Collector niemals auf die Idee kommt, dieses Ding freizugeben. Das heißt also, dieses Memory Mapping von meiner Datei wird niemals verschwinden so schnell. Also es dauert manchmal über Wochen, wenn man sowas dauerhaft laufen lässt, bis die Dinger verschwinden. Und das ist im Endeffekt ein Bug in der JDK. Und genau deswegen brauchen wir sozusagen einen manuellen Unmapper. Den gibt es aber nicht, weil da nämlich es passieren kann, wenn ich das an der falschen Stelle in einem anderen Thread unmappe, dass mir dann ein Segmentation Fault passiert, weil ich sozusagen einen Nullpointer quasi erzeuge in meinem Ding und ich greife dann auf Speicher zu, wo der Operating System Kernel gar nicht mehr weiß, wo der hinzeigt und der macht dann Segmentation oder SIGBUS. Das heißt also, das ist das Problem und weil ich das nicht aus Multithreading sicheren Gründen zur Verfügung stellen kann, dieses Unmapping wurde es einfach in Java 4, glaube ich, wurde es nicht eingefügt. Und hier ist es eben so, Apache Lucene muss das aufrufen, sonst kann ich so einen Elasticsearch-Server mit 1 Terabyte Index nicht längere Zeit laufen lassen. Das geht einfach nicht. Und deswegen, da gibt es eben auch Issues, auch in der OpenJDK mit Java 10 gibt es da jetzt wohl eine Lösung dafür. Aber hier ist mal so ein typisches Beispiel zu diesem Memory-Mapping. Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen. Da ist jetzt diese Sache, das ist reflektiver Access, das ist hier der Code für Java 8. Der funktioniert nicht mit Java 9. Der holt sich irgendwie Class for Name, Java Neo Direct Bytebuffer, das ist eine private Klasse, die sieht man nach außen eigentlich nicht. Da wird dann irgendwie eine Methode getCleaner, also Cleaner aufgerufen, dann sieht man hier set accessible true. Ihr wisst auch jetzt genau, wo dieser Code bei Java 9 dann auf die Nase fliegt. Und anschließend baut das Ding dann sozusagen hier das, was man so als Kommentar sieht, ein Method Handle zusammen, was diese Checks hier durchführt. Das ist sozusagen der Code, der Unmapping macht.
Das heißt also, ich sage dem Java, der Java Runtime jetzt zur Laufzeit mit diesem Code hier unten, wie dieser hier so als Kommentar geschriebene Code sozusagen aufgerufen wird. Also der holt sich erst den Cleaner, dann prüft er, ob der Cleaner null ist. Wenn er nicht null ist, dann ruft er ihn auf und ansonsten macht er gar nichts. Das ist im Endeffekt so eine If-Abfrage und da sieht man hier unten dann, lookup find virtual, holt er sich von dem Objects-Class die Clean-Methode, da macht er den Non-Null-Test da draußen, No Operation und hier der Unmapper ist dann Filter Return Value. Guard with Test ist genau dieser Filterring da drinnen. Also das heißt, es ist quasi Java-Code sozusagen zur Laufzeit erzeugt. Und am Ende, wenn ich diesen Unmapper als Method-Handle habe, weiß ich, dass ich den immer aufrufen kann, weil er kompiliert wurde von meiner JVM. Das heißt, ich kann den immer aufrufen, es kann auch nichts mehr passieren, außer dass der die JVM zum Absturz bringt oder so. Aber ich kann auf diese private API zugreifen. Jetzt wissen wir aber, Java 9 funktioniert nicht. Also wie gesagt, das hatten wir hier. Deswegen bei Java 9, das ist jetzt nur so ein Fun Fact nebenbei, weil nämlich wir genau auf dieses Problem gefallen sind, dass wir diesen Trick nicht mehr anwenden konnten, gab es jetzt in Java 9 mit Build 150, also kurz nach dem 148, gab es dann aufgrund der Beschwerden von uns, hat jetzt sage und schreibe, sie haben nicht nur die SunMisc Unsafe kopiert, sie haben sogar für Java 9 eine neue Methode hinzugefügt in der Public SunMisc Unsafe. Und zwar ist es eine InvoCleaner-Klasse. Also das heißt, das ist jetzt sozusagen der Code. Wenn er feststellt, er kann dieses Method-Handle nicht kompilieren, dann macht er das sozusagen über einen anderen Method-Handle, der viel einfacher ist, weil nämlich diese InvoCleaner-Methode genau das macht, was wir hier vorher in diesem grauen Test da gesehen haben. Man kann sich den Code sogar in der JDK 9 in der Unsafe-Klasse kann man sich den so angucken und macht es dann. Und hier am Ende sehe ich dann Security Exception, Reflective Operation Exception und Runtime Exception. Und wie gesagt, wenn dieser Java 9 Teil nicht funktioniert und der Java 8 zum Beispiel, dann fällt er hier in den Code von vorher zurück. Das heißt also, Apache Lucene und Memory Unmapping funktioniert in beiden Fällen. Und das Ganze natürlich wird in einem Do Privileged aufgerufen. Das heißt also, man kann Memory Map Directory bei Lucene auch nur benutzen, wenn ich das in meinem Security Manager erlaube. Wenn ich das nicht erlaube, dann muss ich eine andere Directory-Implementation nehmen, die einfach langsamer ist in dem Fall. Ja, das war im Endeffekt, bin fast durch, oder? Ja, bin genau richtig. Deswegen, thank you jetzt. Das ist jetzt das Ende. Und falls jetzt noch Fragen sind, haben wir noch Zeit für eine Frage oder zwei? Jo. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 20, nur 5 Minuten. Eine Frage. Im Vortrag davor wurde erwähnt, dass die Classloader nicht mehr so wie vorher funktionieren. Gab es da Ärger, dass während Classloader zum Beispiel nicht mehr referenziert werden konnte? Ja, das ist so eine andere Geschichte. Da gibt es ganz viele Klassen. Also es gibt so zwei Probleme, die bei vielen Open-Source-Libraries, die ich hier nicht aufgebracht habe, ist das. Der Application-Class-Loader, also der normale Class-Loader, wie ich ihn lade, ist kein URL-Class-Loader mehr. Und es gibt ganz viel Code, der macht ein Casting zu URL-Class-Loader, was alles nichts Verbotenes ist, nur funktioniert einfach nicht mehr, weil die Implementation von dem Class-Loader, der für das System benutzt wird, kein URL-Class-Loader mehr ist. Manche von den Libraries machen das, um sozusagen irgendwie den Classpath zu bestimmen oder so, aber da gibt es auch andere Methoden. Also das ist so das eine. Und der zweite Fall, wo auch noch viele Libraries auf die Nase fallen, ist das Java Version Parsing. Also ich weiß, so Apache POI, PDF Parser, glaube ich, PDF-Box, die hatten da irgendwie einen Static Initializer natürlich auch wieder, wo sie dann irgendwie versucht haben, den Java Version String zu parsen mit den Punkten. Nur bei Java 9 ist da kein Punkt mehr drinnen. Da haben sie den Punkt gesucht und dann nicht geprüft, ob das größer 0 ist und sind dann mit der Array Index Out of Bounds Exception im Static Initializer auf die Nase gefallen. Also das sind so diese typischen Fehler, die man immer wieder sieht. Classloader ist kein URL-Classloader mehr, Version Parsing und das ganze Zeug von hier.